2013 in Wien. Und das ist eine Gelegenheit, eigentlich sozusagen dieses Außenereignis in der Gesellschaft umzusetzen. Vielleicht auch, um es außergesellschaftlich sichtbar zu machen, was wir hier machen, worum wir uns bemühen und welche Aktivitäten innerösterreichisch passieren. Es ist für mich immer überraschend zu sehen, zum Beispiel im Fall der Menschenrechtsstadt Graz, was in Graz ab 10. Dezember alles passieren wird.